Ich habe hier ein sauberes Glasrohr. Das habe ich eben nochmal abgewaschen von der anderen Gruppe. Das spanne ich hier mal ein. Und zwar machen wir jetzt Folgendes. Ich habe hier auf dieser Seite eine Wasserstrahlpumpe. Die Wasserstrahlpumpe funktioniert folgendermaßen. Ich habe jetzt hier einen Wasserhahn. Das Wasser läuft durch den Wasserstrahl, durch die Wasserstrahlpumpe, treibt hier ein Rad an und das sorgt für einen Unterdruck. Das heißt, dass ihr das hören könnt, ja? Ist aber hier tatsächlich Unterdruck ein bisschen. Ne? Ja, der Schlauch ist relativ fest, ne? Dann reicht dieser Druck aus. Der ist nicht stark, ne? Aber ihr habt einen kleinen Unterdruck. Ne? Komm mal nach vorn, kannst du mal fühlen. Halt mal den Finger vorne drauf. Merkst du ein bisschen, ne? Ist nicht stark, aber das reicht völlig aus. Das mache ich gleich hier vorne dran. Und hier verbrenne ich die Zigarette. Ne? Man merkt übrigens selbst hier, könnt ihr das hören? Ne? Merkt man so ein bisschen, ne? ist der Druck da. Und das, was an der Zigarette verbrennt, die Verbrennungspunkte, möchte ich hier durchleiten. Damit ich das anschauen kann, mache ich jetzt folgenden Trick. Ich nehme etwas Watte. Die ist sozusagen so ein ganz kleiner Schutz, dass das Salz da auch gleich drin bleibt. Ich schiebe die Watte nach hier und baue jetzt so einen kleinen Salzfilter. Das hier jetzt mit Kochsalz fülle. Ja, da seht ihr schon, die Watte hält das ja ganz gut. Ne? Und mache auch dahinter, das jetzt dahinter ist ein bisschen wichtiger, da mache ich ein bisschen mehr Watte. Weil ich will die Watte ja nicht gleich jetzt hier in die Pumpe saugen. Das macht nur die Pumpe kaputt. Ja, das ist nicht gut. Ja. So, setzt das da dran. Das heißt, das Ganze schiebe ich jetzt noch ein bisschen rein. Oh, da merkt man schon, war zu wenig weiter vorne. Aber das ist nicht so schlimm. Vorne kann nichts passieren. Hinten ist wichtig. So. Und jetzt nehme ich hier ein kleines Schlauchstücklein. Das haben wir hier im Sekretariat, habe ich Zigaretten geholt. Ich habe mal irgendwann meinen Schüler abgenommen. Ich dachte zumindest in Zigaretten, aber tatsächlich sind sie Zigarillos. Da breche ich jetzt hier den Filter ab. Stecke das ganz vorsichtig vorne dran. So, dann können wir eigentlich starten. Fragen zum Aufbau? So, dann starten wir. Unterdruck ist an. Wie lange raucht man eine Zigarette? 5 Minuten, oder? Spricht den größten Lungenzug der Welt, glaube ich. Ne? So ist ein bisschen drehen hier, dass man es mal sieht. So, was man hier sehen kann, das seht ihr glaube ich schon, dass die Wolle sich jetzt langsam mit dem Salz gelb färbt. Ne? Vorne ist es fast fertig. Auf der Seite sieht man die Blut gar nicht, ne? Das ist witzig, weil hier kommt man hoch. Und hier können wir das nicht gut sehen. Ja, da sieht man es ganz gut. Ne? Ich muss jetzt auch Stopp machen. Jetzt verbrennen wir natürlich hier zu sehr das Gummi. Das will ich nicht. Das stinkt ja auch. Ne? So, Endresultat. Endresultat. Jetzt könnt ihr mal gucken, kommt ihr mal einzeln nach vorne und guckt euch erstmal den Dreck an, wie gelb das geworden ist. Ne? Das Salz ist ja ursprünglich nur weiß. Wobei das hier vorne Rauch ist. Ne? Das Salz ist hier ungefähr. Wer es nicht riecht, mag halt die Luft an. Ne? Maske hilft tatsächlich übrigens sehr. Ne? Das ist echt gut. Ja. Aber wenn man ja so raucht, dann atmet man das ja auch wieder aus. Zum Teil. Und da jetzt ja nicht. Zum Teil nicht, genau. Beim Rauchen hast du das noch davor. Ja. Aber die Menge ist trotzdem erschreckend. Für eine Zigarette. Alter, darfst nicht vergessen, wenn du rauchst, saugst du nicht so viel Sauerstoff ein, wie jetzt hier durch die Pumpe. Ne? Das ging ja schneller.
Bei der anderen Gruppe war es noch schneller, da war es vielleicht die Hälfte der Zeit. Das hängt davon ab, wie dicht man hier packt, ne, und wie dicht die Apparatur ist. Mhm. Wenn die Apparatur richtig dicht ist, habe ich schon manchmal in 5 Sekunden so... ja, aber das, so viel Sauerstoff kriegst du ja normalerweise nicht hin. Ne? Ich kann es hier vielleicht auch nochmal zeigen, ne, wie dreckig das geworden ist. Ja. Judy, dann könnt ihr euch erstmal schauen. Gebt es mal vorsichtig rum und könnt ihr mal ganz genau gucken. Das sind ja auch so Tröpfchen. Der Teer ist ja so eine ölige Flüssigkeit, ne? Öle Tröpfchen. Deswegen steht auf den Zigarettenpackungen manchmal drauf, so und so viel Kondensat enthalten. Kondensat klingt halt von Kondensmilch und so weiter, positiver als Teer. Ne? Das ist so ein Trick der Werbung, ne? Nennt man das Kondensat. Ja, das ist besser. So, also wir nehmen jetzt mal das Feuer, zünden mal die Zigarette an und gucken mal, was passiert. Kannst du auch näher kommen? Willst du näher kommen? Stehst du in der Kamera? Stell dich ein bisschen seitlich. Genau, okay. Alles klar? Auf geht's. Ja. Ich stelle das jetzt mal ab, bevor das Gummi angesenkt wird. Ja. So, die glimmt jetzt noch ein bisschen zu Ende. Was ein bisschen schade ist, sie ist oben nicht ganz verbrannt. Ne? Das seht ihr, ist heiß sogar. Ne? Das könnte auch Asche sein. Ja. Und, aber das geht. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Und glaube ich, was man sofort gesehen hat, ist ja auch, wie sich das Rohr gefüllt hat. Ne? Und ja, das lassen wir jetzt ganz kurz abkühlen.